Hallihallo! Hallihallo! Heute geht's um eins der ältesten Gewerbe der Welt. Ihr Schweine! An was dachtet ihr denn? Heute geht's um die Landwirtschaft. Diese ist nämlich vor über 13.000 Jahren nach Ende der Eiszeit entstanden. Und das, obwohl Jäger und Sammler sich zuerst besser ernähren konnten. Allerdings setzte sich die Landwirtschaft trotzdem durch, denn war sie einmal erschaffen, konnte sie viel mehr Menschen auf einmal ernähren. Und das hier ist eine ganz besondere Landwirtschaft, denn wir befinden uns auf einem echten Bio-Bauernhof. Und für mich war Bio ehrlich gesagt immer Abfall. Allerdings vom Gegenteil überzeugt hat mich der Biohof der Familie Schneider, dass nämlich Bio eine echt mega coole Sache ist. Ja, hier auf dem Hof befinden sich die Shorthorns und einmal die Angler alter Zuchtrichtung als sozusagen Rindersorten, Rinderrassen. Und diese sind sehr selten und vom Aussterben bedroht. Deswegen echt cool, dass sie hier gehalten werden. Etwas jünger dagegen ist die biologische Landwirtschaft, denn die ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden, nach der ökologischen und ökonomischen Krise. Also sprich, es gab viele Pflanzenkrankheiten, Saatgutabnahme, Schädlingsbefall und eine gewisse Bodenmüdigkeit. Und ein ganz besonderes, tolles Beispiel für einen Biobauernhof ist der von der Familie Schneider. Und die haben heute ein ganz spannendes Projekt für euch, das wir euch heute gerne vorstellen möchten. Es wird sehr lecker und aufregend. Kommt mit! Hey, ihr Ziegen, das sind sie, meine besten Freunde, die deutschen weißen Edelziegen. Eine vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse. Und jetzt geht's los mit Fädenlinni in Gefahr. Na, habt ihr Lust auf Party? Ach so, ihr habt keinen Bock. Ja, ich glaube, die Ziege ist gerade ein bisschen kopflos. Die geht genau an mein Portemonnaie. Ich glaube, die liebt das Geld, oder? Sag mal, isst sie da gerade meine Jacke? Esst sie da gerade meine Jacke auf? Hallo? Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei, denn in der Sommer. Und was ist schon dabei? Warum sagen Männer eigentlich zu ihren Frauen immer Schatzi? Na ganz einfach, weil sie sich... Aua, weiß mich doch nicht. Weil sie sich zwischen Ziege... und Schafen nicht entscheiden können. Im Hintergrund sehen Sie übrigens die Bentheimer Landschafe und die Leineschafe, ebenfalls vom Aussterben bedrohte Nutztierarten, die hier auf dem Biobauernhof der Familie Schneider natürlich gehalten werden. Und das Fleisch von diesen leckeren, süßen Gestalten gibt es natürlich ebenfalls käuflich hier zu erwerben. Also, das ist eine Party der besonderen Art, ne? Also, hallo? Das ist meine Jacke, ist kein Futter. Ja, und jetzt habe ich noch einen Witz, der alles andere als Mist ist. Was ist blau, hat drei weiße Streifen und steht auf der Wiese? Richtig, eine Kuh im Trainingsanzug. An dieser Stelle möchte ich mal auch noch mal Werbung machen für den Bio-Ziegenkäse, der nicht strong schmecken sollte. Und falls ihr auch mal Hunger habt wie diese Ziegen, dann empfehle ich euch das Bio-Ziegenfleisch. Ja, warum rennt ihr denn jetzt auf einmal weg? Ich glaube, ich muss dann hier mal ganz schnell weg. Tschüss! Ja, also, wie ihr wisst, habe ich natürlich immer ein paar lustige, kleine, nette Witze auf Lager. Und ich habe endlich das geeignete Publikum gefunden, was diese zu schätzen weiß. Also, Bühne frei und Licht an für Fädenlinis Comedy Quatsch Club. Treffen sich zwei Schafe, sagt das eine zum anderen, Mäh, sagt das andere, Mäh doch selber. So, liebe Fädenfreunde, jetzt kriege ich hier im Kornfeld natürlich auch ein bisschen Hunger und Durst auf einen leckeren, schönen Cola-Korn, was man hier so auf dem Land trinkt. Korn habe ich schon mal, ein Cola-Glas auch und jetzt muss noch die Cola rein. Achtung, Moment und los. Prost! Ein Cola-Korn! Das schmeckt. Wie ging da nochmal? Genau, pass auf. Streiten sich zwei Schafe und die haben sich in der Wolle! Hallo? Stehen bleiben, ich hab noch ganz viele dabei. Und wie nennt man eigentlich Schafe ohne Beine? Wolken. Wer am Anfang von dem Video schon gut aufgepasst hat, der weiß, dass ich von einem ganz besonderen Projekt
gesprochen habe. Und es geht hierbei nämlich darum, einen eigenen Biohof-Landladen in einer 100 Jahre alten Scheune zu errichten. Und dafür muss Geld gesammelt werden, denn die ist ein bisschen renovierungsbedürftig. 25.000 Euro und das wird mittels eines Crowdfunding-Projekts gemacht. Einige von diesen Produkten, die man bei einem gewissen Geldbetrag bekommt, habe ich euch schon gerade eben vorgestellt. Andere sind zum Beispiel selbstgemachte Konfitüren, Knochen für eure Vierbeiner, Ziegenkäse und später im Biohof-Landladen dann auch selber noch Produkte von anderen Landwirten, die allerdings aus der Region kommen. Und den Erfinder und Besitzer und Betreiber dieses Biohofes habe ich direkt neben mir stehen. Bitte begrüßen Sie mit mir Theo Schneider. Hallo. Moin. Ja, wie kam es denn zu der Idee zu dem Biohof-Landladen und wo liegen die Schwierigkeiten? Also, die Idee, die kam daher, meine Frau, die hat gesagt, das ist eine tolle Sache, wenn sie, sag mal, die Kinder ein bisschen größer hat, dass sie auch irgendwas hat. Unsere Nichte, die wollte auch damit wirken. Und dann haben wir gesagt, komm, dann bauen wir die alte Scheune, bauen wir um für einen Hofladen. Und um das auf finanzielle Beine zu stellen, haben wir dieses Crowdfunding gestartet. Wo sind genau die Schwierigkeiten? Also sprich, warum ist das so eine schwierige Sache halt? Weil man könnte ja sagen, ja, macht man einfach jetzt auf den Laden. Ja, das ist so, sag mal, ich könnte jetzt zur Bank hingehen und könnte sagen, liebe Leute, hier, komm, gib mir das Geld. Da musste aber unwahrscheinlich, sag mal, wir haben schon andere Projekte und sowas alles gemacht, landwirtschaftliche Projekte, da musste ganz viel darlegen, dass du dann einen Kredit kriegst. Und so haben wir uns diese Goodie-Geschichte überlegt mit dem Crowdfunding, sodass wir dann die Leute mit ins Boot nehmen, weil jeder sagt, ich will regional, ich will Bio kaufen. Dann müssten die Leute auch ja bereit sein, an so einem Crowdfunding mit teilhaben zu wollen. Wann würde dieser Biohofladen denn starten? Wenn das jetzt erfolgreich wird und wir kriegen diese 25.000 Euro zusammen, dann wollen wir nächstes Jahr zu Ostern, wollen wir den Biohofladen soweit stehen haben. Das Crowdfunding endet aber nicht nach diesen 25.000 Euro, sondern es wird dann noch weiter laufen. Innerhalb der nächsten Tage wird es aber enden, weil es zu Ende ist, nach gut 40 Tagen. Und das absolute Ziel wären 100.000 Euro. 50 wären schon super, 25 wäre schon ein guter Start in dieser ganzen Geschichte. Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das Projekt und freue mich sehr darauf. Und Theo, hast du vielleicht noch irgendwie eine Aufgabe für mich, wo ich mal so ein bisschen Landwirtschaftsluft schnuppern kann? Ja, das kriegen wir wohl hin. Perfekt. Wir sollen wohl was finden. Ich bin gespannt, ne? Also ich studiere ja übrigens und wenn ich jetzt Landwirt werde, dann bin ich ein studierter Bauer, also ein Akademiker. So, das ist ganz einfach. Ja? Du kletterst jetzt da rein. Ja? Und diesen Eimer Kraftfutter kannst du da vorne in den Futtertrog verteilen für diese Ziegen. Okay. Das machen wir jetzt. Das machen wir. Du musst nur im Aufpassen, dass die Ziegen den Eimer nicht kriegen, bevor dass du das da reingeschüttet hast. In einem Trog, der da hinten ist. Genau, richtig. Das machen wir. Und verteilen langfristig. Aufpassen mit den Köpfen, Füßen und alles, was an den Ziegen dranhängt. Genau, da vorne muss das dran. Du musst aufpassen, dass der Kopf da nicht reinkommt. Ja, ich bin so. Und da muss es dran, genau. Da muss es rein. Das sieht schon gar nicht mal so. Du musst aufpassen, dass die Ziegen nicht zwischen den Beinen. Ja, genau. So, mal gucken, was jetzt Leckeres gibt. Ah, okay, das sieht komisch aus. Nicht nach Korn irgendwie. Nee. Was ist das? Das ist abgekochte Ziegenmilch. Wir verkaufen Ziegenmilch zwar im Moment noch nicht, aber so ein bisschen was für meinen selber häuslichen Gebrauch habe ich halt. Und das habe ich jetzt eben abgekocht, abkühlen lassen und jetzt können wir es mal probieren. Ja, dann vielen Dank und Prost, in die Augen schauen. Prost. Ah, sehr schön. Schmeckt richtig vollmundig, schön fettreich. Sehr schön. Hat einen guten Geschmack. Ich sehe schon, zu meinem Schnauzbart wächst mir jetzt noch ein Milchbart. Kannst du noch spontan einen Witz erzählen? Nö. Wir feiern 24/7 mit unseren Lieben.